Wenn du die Schuppenflechte behandeln möchtest, dann ist das ein relativ umfangreiches Thema und in diesem Video erkläre ich dir alle wichtigen Tipps, Tricks, Fakten zur Schuppenflechte und zur richtigen Therapie. Mein Name ist Dr. Anise Martin, Ärztin der Online-Hautarztpraxis Dermanostik. Hier sehen wir tagtäglich Schuppenflechte-PatientInnen und helfen mit verschiedensten Sachen aus mit unserem medizinischen Team. Ist Schuppenflechte nur trockene Haut? Schuppenflechte ist mehr als trockene Haut. Das sind tatsächlich Schuppen und zwar sogenannte grobe Schuppen, keine feinen Schuppen. Das liegt daran, dass die Hornhaut sich schneller bildet und die Zellen sozusagen schneller verhornen. Teilweise sind das noch gesunde, eigentlich noch nicht differenzierte Zellen an der Oberfläche. Und wenn die Schuppe reißt, dann kann es auch zu Blutung kommen. Von daher ist es viel mehr als trockene Haut. Und wie entsteht sowas? Es handelt sich um eine Erkrankung, wo der Körper eine sogenannte Proliferationsstörung hat. Das klingt total kompliziert, heißt aber Folgendes. Die Zellen proliferieren, also das heißt, sie entwickeln sich zu einer vollständigen Zelle. Und da ist eine Störung. Sie wachsen viel zu schnell und verkleben dann miteinander und an der Oberfläche haften sie aneinander. Und das ist eben eine Erkrankung. Die Veranlagung liegt genetisch. Was gibt es eigentlich für verschiedene Formen von Schuppenflechte? Es gibt super viele verschiedene Formen der Schuppenflechte. Es gibt die sogenannte Psoriasis vulgaris, das ist eine Gruppe. Es gibt die Psoriasis papulopustulosa, das ist jetzt so eine Sonderform, aber die auch häufig auftritt. Dann gibt es auch die Psoriasis capitis, also dass es nur am Kopf hauptsächlich auftritt. Die Psoriasis gutata, da sehen die Schuppenherde so etwas kreisförmig auftreten, vor allem bei jungen Menschen auf. Also das heißt, verschiedene Formen, aber sie alle haben eins gemeinsam, eine Verhornungsstörung der Haut mit groben Schuppen. Kann die Schuppenflechte eigentlich auf Fotos erkannt werden? Da wir täglich Schuppenflechte-Patientinnen digital behandeln, ja. Zum einen sind das diejenigen, die bereits wissen, dass sie eine Schuppenflechte haben und wir können das wirklich auch bestätigen. Zum anderen sind das Patientinnen und Patienten, die das erstmalig haben. Das liegt daran, dass die sogenannten Prädilektionsstellen, also die Stellen, wo es besonders häufig auftritt, dass es entsprechende Stellen sind, also Ellenbogen, die Knie, aber auch im Kopfbereich. Zum anderen, weil die Schuppung genau klassisch aussieht und die Anamnese, also die Patienten geben Informationen und die sind auch charakteristisch. Ein bisschen Juckreiz, keine Schmerzen, immer wiederkehrend und die Familie hat es häufig auch. Falls du dir unsicher bist, ob du auch eine Schuppenflechte hast oder auch eine alternative Therapie von uns erhalten möchtest, kannst du auch unsere digitale Hautarztpraxis nutzen und dir die App Dermanostik einfach runterladen. Was muss bei der Behandlung beachtet werden? Wir haben bei der Behandlung verschiedene Bausteine. Zum einen ist es der Stress, der sollte reduziert werden. Stress triggert die Schuppenflechte. Das zweite ist mechanische Reibung. Also klassisch, wenn du jetzt immer wieder auf dem Boden schrubbst, dann wird diese Stelle, das heißt die Knie, als auch die Ellenbogen erst recht solche Herde entwickeln. Eine sehr gute rückfettende Pflege, zum Beispiel mit ureahaltigen Produkten. Das löst nämlich die Hornschicht etwas auf. Cortison kann helfen, sollte ärztlich verordnet werden. Und natürlich auch guck, ob deine Medikamente das auslösen. Es gibt nämlich die Schuppenflechte, die durch Medikamente, sogenannte ACE-Inhibitoren, also Blutdruckmedikamente oder auch Beta-Blocker, verursacht werden kann. Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, du hast das ein oder andere schon mitgenommen und kannst es im Alltag anwenden. Wenn du weitere Fragen hast, stell es gerne in die Kommentare. Kontaktiere uns auch im Anschluss gerne über die Dermanostik-App und ich sende ganz liebe, schuppenfreie Grüße. Was machst du denn noch hier? Du wolltest bestimmt unseren Kanal abonnieren oder up to date bleiben, also auf diese Glocke klicken oder wahrscheinlich wolltest du einfach das nächste Video schauen und das geht jetzt auch nicht.